Hallo, hey Freunde, wir sind wieder zurück und mit wir meine ich mich und Fusel. genau die anderen beiden sind ja nicht da. Martin ist krank, der dachte sich, ich schmeiß mal für euch lieber nur den Server an, ich selbst kann nicht. Kann ich vollkommen verstehen, was Tobi hat, keine Ahnung. Der will sich von uns trennen. Ich werde irgendwo angeschrieben. Ich glaube, das war. Oh, ich habe noch Origin und Steam an. Ja, ist natürlich super. Best Eva. So, und ich schau mal weiter nach einem geeigneten Planeten. Der da hinten sieht ein bisschen klein aus. Der da ist auch zu klein. Obwohl, ich kann mal zu denen da hinfliegen. Ich will zu dem Planeten da hinten und nicht zu irgendeinem Stein. Aber das ist ein Shop. Das ist gut. Das ist ein Shop. Habe ich jetzt überhaupt gestartet? Ja, okay, habe ich. Wäre schlecht, Fusel, wenn nicht. Ups. Oh. So. Alter, das Fiction-Modul hier ist viel teurer. Ja, die Shops sind, glaube ich, unterschiedlich, also mit den Preisen. Ich merk's, Philipp, ich merk's. Da. Da hauen wir mal einen rein. Das sieht doch gleich schon besser aus. Jetzt habe ich aber ein Faction-Modul. Jawoll. Ich Yay. bin nicht So, begeistert. und dieser Building Block, davon will ich auch noch einen. Ja, die sind nicht verkehrt, die Dinger. So, ich habe mir nämlich die Kommentare durchgelesen und wenn ich schon auf dem Planeten bin, dann klaue ich da auch ein bisschen was. Oh, Ja, ich habe Bruder, wenn das Lust, unser jetzt wegzugehen. Heimatplanet werden soll, dann klau da mal nichts. Ja, wenn ich einen Scheißplaneten finde. Ja gut, den kannst du ja abbauen, wie du lustig bist. Habt ihr So. gehört? Ich habe die Erlaubnis bekommen. Merke Und ich mir. ihr könnt mir da nichts durch den Strich durch die Rechnung machen. So sagt man das ja. Ja, ihr merkt immer noch, ich bin immer noch kaputt. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme. Session. Ja. Sitzung. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Denn das ist nicht Speisesaal, denn das ist irgendwie falsch. Ja, ich glaube, unsere Abonnenten können uns zwischen Speisesaal und Aufnahme unterscheiden, Fusel. Ich glaube auch, aber man will ja, ne, immer nur mal sicher. Was ist das? So. Lava-Asteroid oder Meteorit oder was weiß ich für Asteroid. ein. Meteorit ist, wenn er sich bewegt, glaube ich. Was weiß ich, sie können fliegen und sind gefährlich. Ja, da ist ein Ach, Lava. verdammt. Verdammt. Ich wollte doch Glas benutzen. Weißt du, sie sind alle gleich. Erst schweben sie im Weltall rum und wenn sie auf dich zufliegen, hast du Angst. Ich bin, glaube ich, Oder etwas zu etwa müde, um nicht. mich über deine Kommentare aufzuregen. Ja, hättest du nicht Angst, wenn so ein Biest auf dich zufliegt, was so groß wie New York ist? Die Dinger sind manchmal sogar noch größer. Ja, sei ich doch. Oh Gott, wie heißt denn der Film? Deep Impact oder so, hast du den mal gesehen? Yep. Den finde ich eigentlich nicht schlecht. Der ist wirklich empfehlenswert, obwohl ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Kill Bill Teile mir nochmal reinzuhauen. Ich war heute in der Videothek und habe mir Filme ausgeliehen. Was für welche? Yay. Django Unchained. Django? Ah, doch, Unchanged. den habe ich gesehen, der ist mega gut. Den konnte ich leider nicht im Kino schauen. Ich werde jetzt aber zu meinem Geburtstag, der ist ja bald, endlich, werde ich aber ins Kino fahren. Und so wie ich es mir gedacht habe, ist es nämlich auch hier. Ich komme nicht vom Planeten runter. Auf jeden Fall, ja, werde ich wahrscheinlich zu meinem Geburtstag dann ins Kino fahren und mir ein Brichon da angucke. Angucke. Okay. Genau. Ein paar Ja, ne, ist doch Film. schön.
So, und also Django Unchanged und Unchained. Unchained, sag ich doch. Aber ich weiß nicht, wie der andere hieß, den ich jetzt irgendwas mit, was weiß ich. Was weiß ich genau. Oh, das war böse. Oh, das ist nice. 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 Ui, So, Alter, das das sieht geht ab. eigentlich schon recht gut aus. Alter, wie das abgeht. Alter, nice. Oh Mann. So. Alter, nice. Alter, übel. Ja, das hast du bereits Ich gesagt. kann's nicht. Ich kann's nicht oft genug sagen. Wie das abgeht, Mann. Oh Mann, das geht so ab. Oh Das Mann. bringt den Server aber auch ziemlich schnell zum Laggen, ne? Nein, wieso? Das, wie heißt es hier? Mit einem Building Block abzufarmen. Ich weiß nicht, was Tobi hat. Also ich krieg da ein locker ein Loch in die Welt rein. Dachte mir jetzt, ich mache das hier jetzt mal ein bisschen runder. Ne. Wollen das vielleicht so nicht. Nee. Alter, ich wüte hier richtig, Mann. Hui. Building Blocks ist keine. Building Blocks sind keine Spielzeuge. Ja. Übrigens, falls ihr unsere Nachricht noch nicht gelesen habt bei unserer Faction, bitte Leute, auf dem Server, vernichtet nicht unseren Heimatplaneten, indem ihr Building Blocks benutzt, dann hat das ganze Eis abfarmen. Die sind, glaube ich, sowieso auf dem Server verboten. Ne? In, zum Beispielsweise wie Abfarmen, ich. wohlgemerkt. Beispielsweise wie ich. Tu das nicht, was ich gerade tue. Ja. Seid nicht ein Fusel. Seid kein Genau, Fusel. das Fusel ist schreibe ich ein... in der Faction-Nachricht. Ne? Seid kein Alter, Fusel. Schützt ich hab unseren schon 79.000 Sterne. Heimatplaneten. Soll ich jetzt zeichnen, ich bin nicht umweltbewusst? vielleicht. Vielleicht. Kleine Andeutung hier am Rande, ne? Und den nicht eingestehen. Alter, übertreib's mal. Hart. Oh, Alter, ich liebe Building Blocks. Ich habe gerade mein bestes Spielzeug gefunden. Unser aller Verderben Best. also. Ich werde alles vernichten. Wieso glaube ich dir das, Absolut. wenn man weiß? Absolute Vernichtung. Boah, das macht voll Spaß, alles wegzumachen. Yay. 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 Alles verschwindet. Ja. Ich bin der. Das sollten sie auch noch mal irgendwie überarbeiten, das mit den Building Blocks. Ich bin dieser Weltenfresser aus, wie heißt es? Fantastic Four. Genau, Fantastic Four. Du sprichst mir aus meiner Seele. Oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Im Comic ist das so ein riesiger Typ einfach. Yum, 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 yum. Gott. Oder aus, kennst du diese Comicserie von Avengers? Da gab es ja auch diesen Weltenfresser. Kann sein. Boah, Alter, ich spam meine Maustaste. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hui. Aber man kann damit nicht wirklich umgehen. Oder man, ich mach das einfach nur Das ist wahrscheinlich falsch. eher noch falsch. Nee, das ist jetzt irgendwie. Ja. So irgendwie. Leute, die damit nicht mit umgehen können, machen noch mehr kaputt. Nur mal so am Rande bemerkt, ich habe jetzt Plextanium 2455 Stück. Ja. L1 leider nur. Nicht schlecht, Fusel, nicht schlecht. Oh, lecker, 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 lecker. Hier gibt's aber auch irgendwie nur ein. Okay, Leute, jetzt einmal eine Frage an euch. Wisst ihr, ob es irgendwie auf Planeten nur L1 Sachen gibt? Ich glaube einfach nur L5 und so Sachen sind total selten. Hallo, dafür haben wir aber auch total scheiß viele und Ja, aber so. nur durch die Piratenstation, wohlgemerkt, ne? Aber wir haben total viele.
Okay, dann schaue ich mal. Scheiße, was habe ich getan? Das ist so. Also, was habe ich denn hier Schönes? 2918 Also aber. ich kann mal eben sagen, was wir für Rezepte haben. Wir haben ein Rezept für Eiskristalle, für graue Hülle, für rote Hülle, für blaue Hülle und für lila Hülle. Und eigentlich Upsi. hätten wir auch ein Rezept für schwarze Hülle, nur keine Ahnung, wo das steckt. Naja, upsala, was habe ich getan? Mal den Fuse müssen wir aufpassen. Keine. Raketen. Icewood? What the fuck? Ja, Icewood. Das kenne ich überhaupt Was nicht. weiß ich im Prinzip ja auch nicht, aber irgendwie haben wir das auf der Piratenschätzung oder so gefunden und ich wusste nicht, wohin damit. Ja. Ah, okay, hier haben wir ein paar Sachen. SDBB Missile Array. Davon nehme ich mal Ich welche. habe ein kleines Problem. Das da wäre. Ich habe eine riesige Schneise durch den Planeten gezogen. Ja, super. Nehmen wir mal 1000 Stück von denen, von den Raketen. Also ich dürfte kein Problem haben, vom Planeten runterzukommen. Im Prinzip. Da ist noch nicht zerstört genug. So, der restliche Teil des Schiffes werden wahrscheinlich alles nur Antriebe werden. Ich sehe es schon kommen. 2518 Millionen Antriebe. Raketenantriebe später. Sind wir bald da? Komm. Und ey, das Beste ist Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Das wär's. Naja, ist ja dummerweise machbar. Yep. Ah, warte, das Da ist muss man falsch, einfach das ist sagen, falsch. ist Die der größte Raketen, die will Fehler. ich schon separat haben. Also so. So Leute, jetzt könnt ihr mir zusehen, wie ich eine riesige Schneise durch einen Planeten ziehe. Schaut jetzt, lernt jetzt und habt Spaß dabei. Denn ich habe keine Ahnung, wie lange ich meinen Finger noch so belasten Bis kann er und ich spreche. abstirbt. Ich glaube, mein Finger bricht gleich. So. So, knack, splash. Und dann kann ich schon mal den Krankenwagen Ja, wir brauchen keinen rufen. Krankenwagen. Ja. Das Beste ist das Protokoll am Ende. Wie haben die sich denn den Finger gebrochen? Naja, Also ich bin also. ja nicht, ja, Das ist Zocker, jetzt so ne? schwer zu erklären. Ich glaube, ich hatte da so ein bisschen zu lang auf eine Taste drauf gehämmert. Sind 250.000 Steine eigentlich gut? 50.000. Ja, wir könnten daraus einen ganzen Planeten bauen. Ah, noch nicht. Nee, ich bin noch nicht fertig mit dem Planeten. Also könnten wir daraus noch keinen ganzen Planeten Ach bauen. so. Also einen kleinen Planeten könnten wir schon bauen, aber keinen großen. Und die Platte So, okay. vielleicht. Na gut, die Platte könnten wir Ich bauen. sehe gerade, ich habe einen Fehler Aber halt noch nicht gemacht. so die Tiefe. Hui. Die müssen alle weg. Die Leute müssen denken, ich habe eine Klatsche. Ja, ist doch schon mal gut, haben sie auch mal gleich den richtigen Eindruck von dir bekommen. Naja, ich habe aber keine Fliegenklatsche. Ei, Ja, ei, ei, jetzt habt ihr ei. erst recht den richtigen Eindruck bekommen. Das sind hier sehr interessante Höhlen. Hey, du bist auch nicht durch. So ganz interessante Höhlensysteme auf diesem Planeten. Oh. Als ob wir noch. Ach ja, stimmt, das Alter, war ja. es gibt Redwood, es gibt normales Wood und es gibt Icewood. What the fuck? What? Ah, hier, Redwood und ich hatte hier noch eben. Wo war's? Da, nur normales Wood. Und sie sehen trotzdem alle gleich aus. Wer hätt's gedacht? Philipp löste das Geheimnis des ewigen Krieges.
und bekam dafür einen. Ja, hier haben wir auch nochmal ein normales Wood, da kann ich das eigentlich da rein tun. Hey, hier sind noch mehr Erze. Erze, die machen so viel Spaß, oh ja. Jetzt bin ich gerade, haben wir keine Sorvage-Kanonen? Was die Abonnenten von mir denken müssen. Was ich von dir denke. Was die Abonnenten über mich denken. Alter, leck mich doch. Wow. Aber ich kann es doch, hier müssten welche sein. Ja, da sind 3946. Okay. Nehmen wir davon mal 1000. Ist ja nichts, ne? Jetzt packen wir da hin. Ein Salvage Computer. Ich bin doof, weil ich habe die ganzen Raketen platziert ohne Computer. SDBB Computer, davon nehmen wir auch einen natürlich mit. Dann bauen wir mal fertig. Nee, nicht der Flight Mode. So, jetzt schön ordentlich hier. Nein, warte, das muss hier wieder an. Dann wieder weg. Nee, das da. Ja. Nein! Was? Scheiße. Nichts. Ich habe ein bisschen groß geschrieben. Was? Ich habe nicht gesagt. So. Hauptsache mein Ding verschwindet. Ich baue jetzt ein Andenken an mich. An dich. Ziemlich großes Andenken. Ja, an mich. So wird man mich nie vergessen. Mann, leck mich doch. Jetzt muss ich von vorne anfangen, nur weil ich irgendwie Scheiße gebaut habe. Deswegen gesagt, Scheiße geschrieben habe. Jetzt kommt Fusel Wars hier. Mann, nein, gar nicht. Das will ich gar nicht schreiben. So, und das Ding auch. So, jetzt alles connected. Und jetzt mit V. Jetzt darf ich jedes einzelne Ding mit V antippen wieder. Nee, das ist doch schön. Hast du was zu tun? V. Ich wünschte, es gibt mehr Leute mit deiner Einstellung. Mhm. Toll. Moment, die gibt es ja. Das ist so schräg. Das muss ich neu machen. Es ist äußerst spannend. Aktiviere meine Waffensysteme. Ich aktiviere meine Waffensysteme. Das ist spannend. Meins ist hier spannend. Ich mache hier gerade Millimeterarbeit. Millimeterarbeit in einem Spiel, was wo du Blöcke platzieren kannst, die ungefähr ein Kubikmeter groß sind. Ja, Millimeterarbeit. Scheiße. Nein, ich habe wo zeige ich? So, Remote Mode. Na, noch schneller als erwartet. So. Nennen wir das. Weapons, Shipcore. Jetzt muss ich erstmal mit C das Ding auswählen. Das da, Salvage. Halt. Ich will das da. Laber nicht. Warte mal. Nein, Badewanne? Ich hab gesagt, warte mal.
28 Minuten sind vorbei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die Abbaulaser. Ne? Ayo. Ja, und ich glaube, wir beenden auch erstmal die Aufnahmesession, weil ich fühle mich nicht so gut. Und zum Zweiten ist es auch nicht so spannend für euch, ne? Also, auf Wiedersehen. Genau. Bis dann. Boom, Vorsicht, da hat sich ein anderer Creeper noch anvisiert. Ja, yeah, Dirt, tu was!